Moin, moin, liebe Freunde, und herzlich willkommen zum dritten Teil vom Hades Cup. Wir sind jetzt auf Platz 9 und nachdem wir Hades besiegt haben, geht es jetzt im Prinzip langsam aufs Finale zu. Denn, ja, so viele Plätze müssen wir nicht mehr schaffen, ne? Würde ich sagen. Ja. So. Ich bin der Meinung, dass auf Platz 1 so ein Eisvieh ist, so ein großes. Aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Und ich glaube, das war ultra schwer, weil ich glaube, wir müssen alleine gegen das Scheißvieh antreten. Und man kann das im Prinzip nur besiegen, indem man seine Angriffe irgendwie zurückschleudert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich habe das damals mal geschafft. Ich hatte einen Kollegen, der war an der Stelle vollkommen verzweifelt und ich habe es bei ihm dann geschafft, weil ich bei mir selber habe ich das irgendwie nicht gemacht gehabt. Und ja, daran kann ich mich nur noch erinnern. Oder es war bei Teil 2 irgend so ein Eisvieh. Ich will jetzt auch nichts Falsches versprechen. Aber wir werden es ja sehen. Wir werden es ja sehen. Na komm. So. Die schlagen von vorne und ich schlag in den Nacken. Nackenklatscher. Haben wir hier nochmal so ein durchsichtiges Chamäleon. Mal gucken, ob das mehr Erfahrung bringt als das erste. Bin ich ja relativ gespannt. Der erste hat ja nur 300, war das, glaube ich. Ja, das Drecksvieh macht jetzt noch irgendwelche Sachen, aber eigentlich ist es schon down. Nee, ist es doch nicht, oder was? Ich dachte, das ist eigentlich down und macht nur noch so einen Abschlussangriff. Naja. Trotzdem easy geschafft. Wir müssen noch einen Stab für Donald bekommen. Das wäre eigentlich noch ganz geil, weil wir haben jetzt eine Waffe für Sora bekommen. Was möchten die denn? Huch. Ach, fick dich doch, Alter, du Drecksvieh. Diese Scheißdinger. Ich weiß nicht mehr, in welchem Rhythmus man die irgendwie bedingsen muss. Keine Ahnung. Ich glaube, das war sogar eigentlich so, dass die Potions wollen, also Heilportionen. Naja. Ich glaube, es ist wieder so ein Vermehrungsding. Ja. Diesmal aber gemischt. Abwehrkraft von Donald auch nochmal gestiegen. Sowas kann alles nicht schaden bei den nächsten Gegnern. Alter, Donald haut ihn immer so, dass ich ihn dann nicht mehr treffe. Chamelis, ach ja, zweimal diese.
Ich ist einfach nur ein wildes drauf eingeschlagen. Haben wir beide? Nee. Ich dachte, es wären schon beide gewesen. Den anderen hatte ich zwischendurch auch schon gehabt. Sehr schön. Diesmal sind sie auch direkt abgekackt, artig. Papau! Defender. Wyvern. Schwarzmagier. Ja. Alter! Diesmal haben wir Vermehrung von den Dingern, oder was? Die sind nervig mit diesen, wo man sie nicht mehr angreifen kann. Oh, jetzt verdoppeln sich die. Alle verdoppeln sich. Was haben die nur genommen? Ich möchte mich auch verdoppeln. Da-down. Alter, die Runde hat ja mal Erfahrung gebracht. Oder bringt Erfahrung. Jetzt war es das aber auch, ja. Aber die Runde hat bestimmt alleine einfach mal eben 3000 oder so gebracht an Erfahrung. So, Platz 2. Und das ist wieder so eine Verdoppelungsrunde. Also das wäre die ideale Trainingsrunde von 9 bis 10 immer zu zocken. Guck, jetzt sind wir schon HP ab. Level up, Maximum HP up, meine ich, sorry. Ich will den Spaß hier, sonst nervt er rum und dann finde ich den die ganze Zeit nicht mehr. Erfahrung. Halleluja. Da ist der letzte. Ich glaube, da kommt aber noch eine Runde. Vermute ich zumindest. Ja. Nämlich von denen. Die auch relativ nervig sein können. Und noch eine Runde, eine Mischung. Alter Verwalter, bringt das Erfahrung. Na, jetzt nervt er nochmal rum. Wieder will er mich. Deswegen will ich die immer als erstes weg haben, weil die rumnerven. Mit ihren komischen Angriffen. Und jetzt die Number One. Oh, sag bitte nicht Sepiro.
Sephiroth, das Granitos. Ah, okay. Der kommt mir bekannt vor. Ich glaube, der ist machbar. Ja. Wildes Geprügel auf die Beine. Und jetzt? Na, wo müssen wir hin? Scheiße. Ah. Im Prinzip schlage ich die alleine, weil die anderen beiden wieder zu blöd sind, um das zu checken. Wollen wir ihn mal das zweite Mal das Bein stellen. Achso, wir ziehen ihn sogar von seinem Hauptleben ordentlich was ab. Ich dachte ehrlich gesagt am Anfang noch, das geht nur, wenn man ihm in die Fresse schlägt, aber jetzt geht es ja auch, wenn man da unten gegenschlägt. Also ganz ehrlich, als Endgegner finde ich den unwürdig. Also wirklich, der ist ja... Der ist ja nicht ansatzweise so stark wie Hades oder Cloud und Dings zusammen. Na, wo? Wollen wir ihn nochmal ein Bein stellen oder was? Da haben wir ja gleich hier. Gleich haben wir es. Geschafft. 4000 Erfahrungen. Easy. Der war relativ easy. Wir haben es geschafft. Hardest Cup. We are the champions. Wir sind die Champions. Yes. Sehr, sehr gut. Triogramm gelernt. Sora Triogramm gelernt. Okay. Soll ich wieder irgendwas, was man nicht unbedingt braucht. Aber egal. Ja, Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen da lassen würdet. Ja, und ich würde sagen, wir haben alle... Oh, guck mal. Da ist der Gold Cup und da ist der Platin Cup. Wir haben jetzt alle, ja, normalen, einfachen Turniere, sag ich mal, geschafft. Die nächsten beiden werden, glaube ich, schwerer. Wobei, der Gold Cup ist, glaube ich, noch machbar. Aber beim Platin Cup haben wir halt Sephiroth und der ist... Also ich kenne viele, die haben den erst mit 100, Level 100 irgendwann geschlagen. Ich weiß nicht, ob wir das noch machen, aber schauen wir mal. Das waren auf jeden Fall drei Parts Hades Cup. Wenn ihr möchtet, packe ich euch die Links nochmal in die Beschreibung. Und sonst guckt einfach in der Playlist. Die Playlist ist auch in der Beschreibung und da sind alle Hades Cup Teile drin. Und klickt euch durch. Ne? Und ja, wenn euch allgemein Kingdom Hearts gefällt, lasst ein Abo da. Bis dann. Ciao.